In Budapest kennt fast jeder ihr unverkennbares Geräusch, den lauten Motor und das Scheppern beim Türenschließen. Doch die blauen Icarus-Busse, die seit einem halben Jahrhundert durch die ungarische Hauptstadt rollten, werden nun endgültig in den Ruhestand geschickt. Ein letztes Mal konnten sich die großen und kleinen Fahrgäste von den stets zerrissenen Kunstledersitzen und dem Klappern des Fahrkartenlochers verabschieden. Der Icarus ist ein Symbol Ungarns. Das Unternehmen war eines von Europas größten Fabrikanten. Wir haben in den gesamten früheren Ostblock geliefert. Aber für Russland reichte das noch immer nicht. Einige der beliebtesten Modelle wie die 200er-Reihe waren weltweit im Einsatz. Sogar in den USA fuhren die aus Ungarn stammenden Hochflurmonster. Eltern mit Kinderwagen dürften erleichtert sein, dass die mit Einstiegshürden verbundenen öffentlichen Verkehrsmittel nun Geschichte sind. Doch viele in Budapest werden die stinkenden und klappernden Omnibusse mit Sicherheit vermissen.